Hallo, The Stroke hier. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe heute das Thema Stoppball. Da denken die meisten, ist ja kein so schwieriger Stoß. Doch, das ist der Stoß, wo man am meisten eigentlich erkennt, was man richtig und was man falsch macht. Darüber hinaus zeige ich euch die Unterschiede zwischen einem geraden Stoppball und einem Stoppball im Winkel. Ja, und das natürlich die sogenannte 90-Grad-Referenz ist. Und genau das zeige ich euch gleich im Video. Also bleibt dran. Bis gleich. The Stroke. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe hier schon mal das Setup aufgebaut, wie ihr seht, mit Hilfe meiner Toolfolien. Das ist einmal die Vierteltoolfolie, die ich jetzt für die Geradlinigkeit verwende. Hier habe ich meine Referenzfolie. Übrigens, bei der Referenzfolie ist jetzt neu dazugekommen die Tangent Line. Das ist die Tangente 90 Grad für die Stoppballlinie. Die benutze ich gleich in der Übung, wenn ich euch das zeige, Stoppball mit Winkel. Beginnen möchte ich aber mit dem geraden Ball. Und ja, dafür, wie gesagt, habe ich das jetzt mal soweit vorbereitet. Ich fange jetzt wirklich mal an mit einem Diamant Abstand zwischen der weißen und der 7. Das ist natürlich jetzt für den Einstieg eigentlich erstmal eine gute Distanz, auch nicht so weit weg vom Loch. Da kann man sich erstmal wirklich ganz gut an dem Stoß austoben. Also, dass man erstmal versucht, den Stoß wirklich so einigermaßen zu reproduzieren, damit ich da ein konstantes Ergebnis habe von Stoppball. Nämlich, wie ich schon eingangs gesagt habe, ist der Stoppball immer der Parameter, wo man am besten sehen kann, habe ich es richtig gemacht oder habe ich es nicht richtig gemacht. Rutscht die Weiße ein bisschen nach vorne durch, rutscht die Weiße ein bisschen nach hinten. All diese Reaktionen der Weißen zeigen euch eigentlich, okay, da stimmte was noch nicht. Woran das liegt, erkläre ich jetzt gleich während des Übens und Trainieren. Also, wir nehmen natürlich wie immer Aufstellung, Körpermitte, Augen liegen wieder auf den imaginären Punkt, was natürlich durch die Folie symbolisiert wird. Ich kann die Augen jetzt wirklich genau auf diesen Punkt richten, stelle mich gerade hinterm Ball und kann jetzt mit meinem Standbein auf die Linie gehen, setze meine Bockhand auf und jetzt habe ich hier mit der roten Linie natürlich auch schön in der Vogelperspektive zu sehen. Kann man das ganz gut sehen, dass die Weiße und mein Köhl genau auf der Linie sind. Ausführung und ein Stoppball. Und da sieht man, jetzt hat sie schon ein bisschen reagiert. Also ein Tick nach hinten gekommen. So, woran liegt das? Da gibt es immer zwei Gründe für. Der eine Grund ist, dass man entweder zu viel Tempo und zu tief war oder man war im Prinzip von der Stoßgeschwindigkeit, ja doch ein bisschen zu viel Geschwindigkeit oder man würde jetzt ein bisschen höher gehen bei gleicher Geschwindigkeit. Ich empfehle aber nicht zu hoch zu gehen, weil man natürlich das Gefühl für den Stoß ein bisschen besser bekommt. Wenn man jetzt höher geht, muss man fester stoßen, um den gleichen Effekt zu bekommen. Also nochmal ein bisschen das Tempo gedrosselt. So, und jetzt kann man schön sehen, die Weiße liegt genau auf dem Punkt oder auf den imaginären Punkt. Ja? So, und das kann man natürlich dann wunderbar erstmal üben mit der Distanz, aber man kann natürlich auch sagen, okay, jetzt gehe ich mal auf 2 Diamanten Abstand. Und mach das gleiche nochmal mit 2 Diamanten Abstand. Was verändert sich jetzt? Es ist jetzt so, optisch gesehen ist es ein Diamant mehr, aber von der tatsächlichen Geschwindigkeit ist es gar nicht so viel mehr. Ja? Und da ist es halt so, ich empfehle da immer den Treffpunkt nahezu gleich zu halten und versuche es mehr über das Stoßgefühl zu regulieren. Weil alle Parameter, die noch dazukommen, machen das Ganze schwieriger. Das heißt also, wenn ich ständig meine Höhe plus Bewegung verändere, habe ich zwei Sachen. Habe ich einen und den gleichen Treffpunkt und nur die Bewegung, habe ich eine Sache, die ich verändere. Also von daher, das wäre meine Empfehlung. Ah, ihr seht, jetzt ist er schon ein bisschen durchgerutscht. Daran sieht man dann, was war der Fehler? Das Tempo. Also ein bisschen mehr Tempo. Ah, immer noch. So, der war besser. Ja, und so seht ihr, so kann man wunderbar regulieren. Ne? Also das Tempo, 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 das ist am Ende des Tages wirklich das Wichtige. Der Stoß als solches, der Treffpunkt, ist natürlich nicht unwichtig. Aber
Die Bewegung ist am Ende das Entscheidende. Ich zeige euch das jetzt mal in einem Beispiel. Ich nehme jetzt mal nur die weiße und vielleicht guckt ihr euch das jetzt mal aus der Vogelperspektive an. Und zwar werde ich jetzt mal tief abstoßen. Das heißt, ich werde ganz tief ansetzen und werde eine Stoßbewegung aus den Unterarmen machen. Und wenn ihr mal genau hinguckt, werdet ihr drei Phasen erkennen. Und zwar ist die erste Phase die Rotation rückwärts. Die zweite Phase ist der Rutschmoment, wo die Rotation rückwärts übergeht in die Vorwärtsphase. Und genau diese zweite Phase ist das, was wir brauchen, um einen Stoppball zu spielen. Und ganz am Schluss kommt die Vorwärtsphase. Und das zeigt, dass die Energie nachlässt und jetzt übergeht in die Vorwärtsbewegung. Deswegen seht ihr, der Treffpunkt ist zwar wichtig, aber die Stoßgeschwindigkeit ist die Regulierung. Ja, ich hoffe, ihr konntet es gut erkennen, dass man da drei Phasen sieht. Also erstmal die Rotation rückwärts, dann kurzer Moment Stopp-Rutschphase und dann geht er über in die Vorwärtsphase. Und das sind genau diese Phasen der Weißen, die es ausmacht, letzten Endes, was für eine Wirkung entsteht. Natürlich kann ich die Rückwärtsphase nicht erreichen, wenn ich jetzt sehr hoch ansetze. Dann geht es natürlich direkt in die Vorwärtsrotation. Aber tief heißt nicht immer automatisch Stoppball-Rückläufer, sondern tief kann auch bedeuten, wenn die Energie nachlässt, dass er schon wieder nach vorne geht. Also von daher, ganz wichtig ist das Thema Timing, ne? Also wirklich die Bewegung, die Geschwindigkeiten immer wieder einzustudieren. Ja, und das wäre jetzt zum Beispiel mit dieser Übung ganz gut möglich. Wie gesagt, wenn ihr die Folie nicht habt, ist ja überhaupt kein Problem. Dann nehmt ihr euch, wie gesagt, einen Ball auf den 1-1-Diamant, könnt dann einen Diamant zurückgehen mit der weißen und dann auch nochmal einen zweiten Diamant zurückgehen und versucht erstmal gerade Stoppbälle zu reproduzieren. Warum ist das wichtig? Weil man natürlich dadurch erstmal ein Gefühl aufbaut. Und jetzt kommen wir in das spannende Thema, nämlich Stoppball mit Winkel. Hört sich natürlich immer so ein bisschen widersprüchlich an. Weil der Winkel im Prinzip ja, signalisiert mir ja nicht unbedingt, dass die Weiße stehen bleibt. Aber die Stoßfolge, die Technik, die wir anwenden, ist die gleiche. Und das zeige ich euch jetzt gleich in der nächsten oder in dem nächsten Setup, zeige ich euch das mal, ja, den Stoppball mit Winkel. Also bleibt dran. Ja, jetzt habe ich das zweite Setup mal vorbereitet. Wie ich schon angekündigt habe, geht es jetzt mal um den Stoppball im Winkel. Und somit ergibt sich eine 90-Grad-Tangente. Und diese 90-Grad-Tangente ist halt insofern wichtig, weil man natürlich verstehen sollte und wissen muss, dass wenn ich einen Ball im Winkel mit einem technischen Stoß Stoppball spiele, verhält sich die Weiße immer auf der 90-Grad-Tangente. Oder natürlich auch darüber hinaus, also dass sie nach vorne durchbricht oder nach hinten sich weiterentwickelt, wie auch vorhin schon bei der Gradlinigkeit, wenn die Wirkung nachlässt. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal für ein besseres Verständnis aus der Vogelperspektive. Ich lege euch jetzt mal hier die 1 dran, als, oder vielmehr die weiße dran, als imaginäre Kugel. Also da würde jetzt die 8 getroffen werden und jetzt sieht man hier ganz schön die weiße und der Schnittpunkt zwischen diesen beiden Kugeln. 8 und weiße ist im Prinzip die Tangent Line, also die Tangente. Und diese Linie hier entlang läuft die weiße im Idealfall, wenn ich genau einen Stoppball gespielt habe, Richtung 2. Ja, das nochmal als kleine Erinnerung und auch Erkenntnis, was man da beachten muss oder wie man da auch letztendlich das besser verstehen kann. Ich fange jetzt mal an. Und zwar habe ich jetzt hier vorbereitet, meine Lieblingstreffpunkte, Referenzpunkte, die ich ja auch schon in einigen Videos erklärt habe, nämlich den Dreiviertelballmasse, den Halbenballmasse und den Viertelballmasse. So, und da geht es nämlich dann schon ganz, ganz gut los zu verstehen, was das bedeutet. Wenn ich jetzt einen Ball spiele mit mehr Masse, muss ich auch vom Zielpunkt an der Weißen ein bisschen höher gehen. Warum ist das so? Wenn wir jetzt so tief wären wie bei einem Ball, den ich stoppe, dann ist es ja nur die Lochdistanz. Jetzt ist der Unterschied, ich loche den Ball, der die gleiche Distanz hat, aber ich muss die Weiße bis hier runter im Idealfall aufrecht halten. Das heißt, die Geschwindigkeit wird automatisch höher und wenn ich dann zu tief wäre, würde das passieren. Er entwickelt sich schon in die Rotation nach hinten.
Deswegen muss man sehen, je näher man an einem Ball dran steht und je dicker ich einen Ball spiele, desto höher zielt man. Also das könnt ihr euch schon mal merken. Das ist der Tipp 1. Also je näher zum Ball und je länger ich die Tangente aufrecht halten muss, muss die Geschwindigkeit hoch und muss dementsprechend auch ein bisschen höher ansetzen. Wenn ich dann weiter in die Außenposition gehe, dann ist es wieder so, dann muss ich tiefer zielen, weil die Rotation jetzt schwieriger zu erreichen ist, weil ich weniger Masse treffe. Also das ist das ganz wichtige Thema und das könnt ihr mit so einer Übung wunderbar mal trainieren, damit ihr auch mal spürt, diese Unterschiede, was es denn bedeutet. Wann greift die Entwicklung, wann rutscht er wieder nach vorne durch, wann geht er nach hinten. Also eine Top-Übung, um einfach mal genau das zu trainieren, was euch natürlich dann später in eurem Positionsspiel enorm helfen kann. Gut, ich fange jetzt mal an. Ich nehme jetzt mal den Dreiviertelball, schaue mir wieder die Linie an und gehe dann in meine Position. Augen sind wieder nur auf den imaginären Ball. Jetzt gehe rein, hier unten kurz die Kontrolle. Und ihr seht jetzt schon, dass ich ein bisschen höher ansetze als normal bei einem Stoppball. So, und ihr seht, da war schon echt Aufwand hinter, damit die Weiße auch im Prinzip diese Energie entwickelt, um dahin zu kommen. Jetzt gehe ich mal auf die zweite Position, das ist der halbe Ball. Ist jetzt schon ein Tick dünner. Das heißt, wenn ich jetzt die Geschwindigkeit rausnehmen möchte, dann muss ich schon wieder ein bisschen tiefer ziehen. So, jetzt habt ihr gesehen, hat schon ein bisschen Rotation nach hinten gehabt, also nicht genau auf der 90 Grad Tangente. Vielleicht guckt euch das jetzt auch nochmal aus der Vogelperspektive an, weil da kann man nämlich ganz gut sehen, wie lange er auf der 90 Grad bleibt und wann er dann wirklich in die Entwicklung rückwärts geht oder vielleicht, wenn die Energie nachlässt, nach vorne geht. Ja, jetzt habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass kurz vor Ende im Prinzip die Entwicklung ein bisschen nach hinten ging. So, und ihr seht schon, das ist nicht so einfach zu regulieren. Aber genau das ist das Thema, Training, das zu probieren und immer wieder versuchen. So, und jetzt war es besser. Und ja, da ist schon mal wieder schön zu erkennen, dass es natürlich über das Trainieren von Bewegungen am Ende des Tages entscheidend ist, ob ich ein Gefühl und mehr Vorstellungskraft entwickeln kann, wie eine Weiße sich verhält und wo ich eine Position hinspielen kann. Jetzt habe ich mal das letzte Beispiel, das ist der Viertelball, also schon relativ dünn. Da treffe ich ja nur ein Viertel von der Kugel und dementsprechend habe ich jetzt nicht viel Masse. Und wenn ich nicht viel Masse habe, ist es immer schwierig, eine Wirkung auf die Weiße zu erzielen. Und dementsprechend muss ich jetzt automatisch deutlich tiefer gehen, also eigentlich schon gefühlt Zugball anvisiere und auch umsetze. Warum? Damit ich diese Wirkung aufrechterhalte. Würde ich jetzt den Stoppball vom Tempo so spielen wie vorhin, dann würde die Weiße einbrechen und nach vorne durchrutschen. Ja, da war ein bisschen zu viel Zug drin. Und wenn man das Ganze dann, und das ist das Thema, ne, wenn man das natürlich jetzt auch mal, ja, ich sage jetzt mal eine simulierte Situation darstellt. Also ich würde jetzt hier die Situation haben, ich möchte auf die zwei stellen und bin jetzt hier im Bereich, dann muss ich das Ganze ja auch versuchen, auch vom Tempo her noch zu regulieren, dass die Weiße auch irgendwo hier liegen bleibt. Dann muss ich natürlich auch sehr gefühlvoll spielen und da ist es ganz, ganz wichtig, wirklich schon ja, in den Zugball zu denken, weil ich muss jetzt wirklich diese Wirkung sehr weich, der muss greifen und er braucht die Rotation, damit er lange aufrecht hält. Und das zeige ich euch jetzt auch nochmal mit viel Gefühl, dass man den dann ganz butterweich spielen kann, wenn man dann schön tief ist. Ja, seht ihr das? So kann man das schön regulieren. Ne? Und das ist eigentlich so das Thema Stoppball. Viele benutzen auch gerne das Wort Druckball. Ich bin da kein Freund von, weil Druck verbindet man immer ganz gerne mit Kraft. Und Kraft hat eigentlich im Billard gar nicht zu suchen. Es geht immer darum, Treffpunkte mit Stoßgeschwindigkeiten zu regulieren. Und das ist am Ende des Tages nämlich der Punkt, wo ich sagen kann, okay, über die Bewegung mit Treffpunkt in der Kombination
erzeuge ich meine Wirkung. Und deswegen, ja, hier eine ganz tolle Übung, ne? Also im Vergleich, wie ihr das trainieren könnt. Okay, dann würde ich sagen, ja, wenn ihr jetzt noch irgendwie merkt, dass das nicht funktioniert, probiert es mal vielleicht mit ein bisschen weniger Distanz oder für die, die schon besser sind, auch mal die Distanz erweitern, mal größere Distanzen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ja, nun nochmal die wichtigsten Tipps. Also die Tipps sind eigentlich, die ich euch geben kann, dass wenn ihr euch das vorstellt, je kürzer die Distanzen zwischen Weißer und Objektball, desto höher könnt ihr ansetzen. Wichtig dabei ist immer Unterarmbewegung, Treffpunktregulierung und Geschwindigkeit. Also ein Stoß sollte schon zu Ende geführt werden, nicht nur gegen die Weiße, sondern immer durchgehend Unterarm. Ja? Und wie gesagt, die Distanz ist wichtig, je kürzer, desto höher könnt ihr auch ansetzen. Das heißt, bei so einem Ball brauche ich nicht ganz tief, sondern reicht auch im Prinzip eine etwas höhere Ansetzpunkt an der Weißen. In dem Moment, wo ich in die Winkel gehe, eine 90-Grad-Tangente spiele, ist es wichtig zu verstehen, je weniger Masse ich treffe, desto tiefer muss ich gehen, damit die Rotation lange auf der 90-Grad-Tangente bleibt. Würdet ihr da höher gehen, würde die Weiße nach vorne gehen. Oder ihr würdet zu viel Geschwindigkeit haben, dann kann es auch passieren, dass sie in die Rotation nach hinten geht. Also das wären so meine wichtigsten Ratschläge und Tipps für euch, womit ihr im Prinzip auch besser hoffentlich verstehen könnt, wann ich wie was einsetze. Das gilt es natürlich jetzt zu trainieren und dementsprechend auch logischerweise, ja, da üben, 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 einfach eine Routine zu entwickeln, Stoßablauf. Und wie gesagt, Empfehlung ist ja immer am Anfang, wenn man sich noch nicht so sicher ist, erstmal eine kürzere Distanz zum Loch. Und dann ist die Lochquote relativ hoch und ihr könnt euch auf euren Stoß konzentrieren. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und denkt dran, Kanal abonnieren und um nichts mehr zu verpassen, die Glocke aktivieren. In diesem Sinne, bis bald, euer The Stroke.